Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA 5. Ich habe irgendwie langsam das Gefühl, dass wir so dem Ende entgegengehen, weil soweit ich weiß, ist Student Depository ist jetzt das letzte große Ding, das sie drehen, was ja eigentlich damit das Ende ja sein müsste, oder? Ich weiß es nicht. Trevor hat hier gerade eine Mission, also eine Hauptmission. Und eine kleine Nebenmission wieder mit den Minutemen. Obwohl ich gerne mal eigentlich schauen würde, was die anderen so treiben. Obwohl Michael gerade gar nichts zu tun hat. Franklin hätte noch was zu tun. Gehen wir mal zu dem. Wir waren jetzt gerade lang genug mit Trevor unterwegs. Wechseln wir mal den Charakter. Da wäre noch einmal die Mission für Lester. Wobei ich die natürlich erst am Ende machen möchte. Ich hätte aber hier noch ein fettes Fragezeichen. Da könnten wir mal kurz vorbeischauen. Bruder Adrian Franklin, wird es nicht langsam Zeit, dass du Kontrolle über dein inneres Ich übernimmst? Bist du bereit, 5 Minuten zu investieren für ein langes, erfülltes... Was zur Hölle? Nein, das ist der falsche. Hä? Ach, das ist eine E-Mail. Bereit, 5 Minuten zu investieren für ein langes, erfülltes Leben? Besuche mydivinewithin.com und du bekommst eine kostenlose Ja, super. Werde Mechaniker des Schicksals. Yay. Auf jeden. Habe ich mir schon immer gewünscht. War mein... Keine Ahnung. Traum. Gut. Nein. Auf jeden Fall nicht. Amination. Wir sind schon als unseren Kunden das MG anbieten zu können. Verschiedene Farbtöne zur Wahl, sowie folgendes Zubehör. Größere Magazine und Zielfernrohre. Punkt, Punkt, Punkt. Achso. Sprich, wir haben jetzt auch ein MG für Franklin. Sind eigentlich die Waffen für jeden gleich? Ich glaube schon, oder? Ich könnte eigentlich auch mal schauen. Ich schaue aber erstmal zu Fremde und Freaks. Das neue Fragezeichen. Ich weiß ja nicht mal, was es ist. Und da will ich dann bin ich ja fertig. Mit dem, wie ist denn der andere? Barry. Sind wir eigentlich auch fertig, soweit ich weiß. Soweit ich weiß, können wir ja auch dieses Drogengeschäft übernehmen. Also gibt es anscheinend so überhaupt ganzen Geschäft. Damit habe ich mich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Das kam auch nicht so wirklich eine Einführung. Es war halt so einmal so kurz im Rande, ja, du kannst dies und dies kaufen und ein Geschäft aufziehen. Aber die sind doch teilweise so scheiße teuer. Ich habe da mal vorhin kurz geschaut. Zum Beispiel, was ist das hier? Genau, Pitcher 750.000 oder das hier. Tequila für 2 Mille. So viel Geld haben wir gar nicht. Also irgendwie müssen wir ja noch an richtig viel Geld kommen können. Okay, mit dem letzten großen Coup, dem Union Depository, kriegt man, soweit ich weiß, ziemlich viel Geld. Aber das kann ja nicht das allerletzte sein. Ich bin noch gespannt, wo uns das führt. Vielleicht sind wir noch gar nicht so am Ende. Bloß es wird halt jetzt schon mal so langsam eingeführt. Das war ja so von Anfang an so ein bisschen klar, dass Union Depository so das große letzte Ding sein wird. Weil es immer mal wieder so eingeflossen ist während der Story. Oh, ein Hirsch. Und ja, aber ich vermute, ich hoffe, dass das jetzt nicht das nächste große Ding ist, sondern dass da noch was kommt so dazwischen. Weil wir haben ja noch das Flugzeug einmal abstürzen lassen. Wir haben das Zeug da noch gar nicht rausgeholt. Also da muss noch mehr kommen. Udi? Hello, boy. What's that? You said a man is stuck in a tree. What? And he needs my help? Part of you would rather leave him there because he's a bit of a dick. But you're doing your civic duty. Okay, shit, show me. What the hell? Okay, Franklin redet mit Hunden. Folge mit dem Hund. What the fuck? I've officially lost my damn mind. Yep, das kann ich so unterschreiben. What, boy? He just jumped out of a fucking helicopter. Na gut. His parachute failed to open? And now you kind of wish he'd missed a tree. But morality is a human construct and you are not hardwired to think that way? I can't believe I'm getting smart talked by a fucking dog. Say what? Wait, you talking about my kind of bitches or yours? This shit is getting weird now, man. what the fuck? Das ist irgendwie witzig. Ah, da drüben ist er schon. Man, you wasn't wrong. Look at this fool.
Hängt da so ein bisschen rum. Hallo. Na, was hängst du so ab? You mind give me a hand here? Man, that's a cool ass dog you got, homie. What dog? That dog that saved your ass, man. Dude, I have no idea what you're talking about right now. What the fuck? Hello? When you got a moment. Seriously. My bad, dog. Oh. Oh. Oh man, that was wild. Woo! See, I'm not an adrenaline junkie. I'm a control junkie. Yeah, that parachuting is intense, man. And hey, if along the way I figure out what it means to be alive, well then, let's just make this a little spiritual and say I'm on a thought journey. Shit, nothing helps me think clearly like shitting myself while I'm heading towards a certain death, man. Then you're up for it. Not really, dog. Shit, I respect gravity. Oh, I knew you were a pussy. Come on. It's safe, I promise you. Safer than driving a car. The only way it's safer is if you drive a car out of a fucking airplane. Come on! Let's go! Folge dumm. Dumm, dumm, dumm. Dem Typen. Das mit dem Mund ist weird. Vielleicht hat er doch zu viel Gras geraucht. Here comes my pilot! Let's next level this shit! Yo, Jeff! You wanna take a bit longer next time, dude? Fuck, I gotta learn how to say no. Zu spät. Steige in fucking Hubschrauber. Okay. Hallo? You take the left side, man! Oh Gott, natürlich. Ja, gut, ich steige schon ein. Here's a headset to keep in touch with the Dominator. And a parachute to stop you from dying. Oh Gott, der Dominator. Okay, Jeff, round two. Set her up. Roger that, buddy. You sure you're okay? That last one was in fucking sight. Dude, how crazy was that? I was dropping like a dot-com stock in late 2000. Cat out of the window. Tell me you got it, please. Tell me you got it. We gotta upload that shit right now. Sorry, man. It's all out of focus. I couldn't keep you in the shot. I thought you'd frat for sure. Oh, man. I could hear myself screaming. But inside, I was ice cold. Totally present in the moment. Like, for a few seconds, I saw everything, and it all made sense! You know what I mean? Like, everything! Shit, man, until your crazy ass hit that tree! Dude, did I choose the tree, or did the tree choose me? You know what I'm saying? It's the journey that matters, not the destination. Am I right, Jeff? Dominator, buddy! You are the Dominator! 'Cause in the case of skydiving, shit, the destination seems kinda important to me. What syllabus did you rock? AFS? You all good with the PLF? Say what? What's your training background? Man, I found your crazy dumbass in a tree and now I'm here. That's all the background your ass need to know. Virgin in the drop zone! Hymen in the hole! No, but seriously, I got you. Don't sweat it. It's not rocket science, although it is in some ways. But I'm talking metaphorically. Like you with that dog. I didn't get that, by the way. Wait, wait, hold on, man. So you telling me you had no memory of a fucking dog? There you go again. It's off kilter, and I dig that about you. But we need to get on the same page, bud. Strategize and synergize. You feel me? Like the double helix. Man, all I'm feeling is regret on a whole new level. Take the tampon out, bro. It's like riding a bike, except at 100 miles an hour head first towards the ground. You can't go wrong. Am I right, Jeff? Statistically, saving than having a wank. What the hell? Yeah, man, you can totally get infections, you know? If you leave it too long between washes and, you know, yeah, it's a bad scene, trust me, okay? Okay, guys, let's keep this hetero. All you need to do is pull that ripcord there. Ideally, before you hit the dirt. So there's only one thing to remember, right? But your ass managed to forget it on your last dive. Oh, 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 funny guy. Yeah, we'll see who's laughing when you're spraying out of both ends. I got 100 on a code brown, Jeff. Guaranteed. All right, I'm gonna jump second. Get that chocolate rainbow on film. Man, you two are dicks. Hey, you see that mountain up ahead? That's our DZ. Our what? Drop zone, dude. Get with the acronym, seriously. So have you checked your rig? Man, I don't know that one either. No, your rig. Your pack. Your fucking suit, bro! Every diver checks his own rig. Something goes wrong, it's on you. Wait, man, so how the hell do I... Okay, no more talking. We gotta get our minds in the game. Eyes on the prize. Think about gravity. Switch off before we switch on. You know what I'm saying? It's you
out there. There can only be one winner. Fuck, man, what the hell am I doing here? Was zur Hölle? Wir sind ein bisschen hoch, aber die Aussicht ist geil. Das ist die komplette Karte. Ist eigentlich geil, dass man die hier oben komplett sehen kann. Drücke, um den Flug zu überspringen. Ja, dann machen wir das mal ganz kurz. Ich glaube, hier wird jetzt nichts Interessantes kommen. Tschüss! Geil, Mann, auf hier! Oh, shit! Yeah. Moment, wo ist überhaupt? Da ist es. Schaut nach der Spitze des Berges aus. What? Stop talking in pussy manifolds! Do you see the bikes yet? Bikes? You didn't mention no fucking bikes! Okay, der. Wir müssen mal ziehen. Ich glaube, wir steigen gleich auf Fahrräder und fahren den Berg damit runter. Ah, ich sehe den Ring. Hey, so about that training. This shit is insane. Okay, das war plötzlich. Mountainbikes. Ich will das rote. Yo! What's with the early squirt, dude? Dial it back! Hey, wait for me! Ach, warte auf Dom. Oh, shit. Ah, ja. Ist ja auch noch von dem Bart, ne. Das ist einfach zum Springen, ja. Jetzt mach mal hin, ey. Du brauchst ewig. Schneller, Junge, schneller. Kann ich klingeln? Okay, last one down the mountain buys the protein shakes. Tschüss. Oh Gott. The new kid's making a play. Downhill. Verzieh dich. Wow. Okay, das wird knapp. Shit, ich bin einfach zu schlecht in der Ausdauer. Puh, ich glaube, das werde ich nicht gewinnen. Wow. Fuck. Krieg's noch? Ja. Oh, shit. Uff. Irgendwo mal fies abkürzen? Wahrscheinlich nicht. Es sind aber zu viele Waypoints zwischendrin. Wow! Nein, er hat den Kojoten überfahren! Hundi! Hallo! Oh Gott, ey! Jetzt geht's runter! Woo! Oh, Wanderer! So. Wie viel Ausdauer hat Franklin eigentlich überhaupt? Ist eigentlich fast voll. So schlecht ist er gar nicht. Also fast voll ist übertrieben, aber. So. Okay, oh Gott, scharfe Kurve. Die kriegen wir noch. So. Aber es hat immer ein gutes Stück voraus, der Dome. So, ach, was kümmern mich hier Löcher. Aber ich glaube, ich werde das Rennen nicht gewinnen. Shit. So. Zieh an, Franklin, zieh an. Das können wir uns doch hier nicht bieten lassen. Woo! Ich mach das in einem. Easy. Was kommt danach? Machen wir einen Triathlon draus? Rennen wir noch eine Runde?
Schwimmen wir? Oh fuck, meine Ausdauer ist am Arsch. Völlig Lebensenergie. Sehe ich jetzt erst. War das vorhin auch schon? Komm schon. Komm schon, komm, 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 komm. Yeah. Geschafft. And you wasn't even pushing me. Whatever, bro. I know this bike. I know this body. I was operating at the perimeter of my parameters, and you were being reckless. And now you're having a whinge. A what? Listen, meet me by the airport when you're grown up here, all right? Okay. Er schaut fertig aus. Neuer Kontakt. Dom. Bestanden. Kalkuliertes Risiko. Frei voll Luftsprünge. Fallschirmspringen ist nur möglich bei dem. Okay. So, was haben wir hier dann jetzt noch so zur Auswahl? Wir haben hier ein nettes F. Da könnte mich nicht wirklich hin, wenn ich gerade sowieso in der Nähe ist. Ah, Barry gibt es doch noch. Barry, wir haben gerade noch von dir geredet. Aber ich würde gern zu ihm. Zu Mary. Mary Ann. Okay, Mary Ann, das war doch die eine, die mit Michael hier ein Rennen hatte. Gut, dann machen wir es halt noch mit Franklin. Wenn ich sowieso schon in der Nähe bin, dann nutze ich das doch gleich mal. Also kann ich dann die Ausdauer ein bisschen trainieren. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Bestimmt irgendwann mal nützlich. Eigentlich könnte ich hier eigentlich schon einbiegen, oder? Ah ne, Moment. Das ist bloß ein Parkplatz. Komm. Ausdauer 80. Endlich. Yay. Schon ein bisschen besser. Es ist noch die Frage, ist das hier oben oder unten? Hallo Hirsche. Aber da geht's nochmal runter. Ich glaube, das ist unten. Ich glaube, es wird ein Strand. Strand dran. Ein Strand rennen. Ich glaube, ich muss runter. Ich glaube, ich muss runter. So. Oder wir fahren mit diesen Dingern da. Wo ist denn hier der Punkt? Da ist sie doch. 36. 69. 70. Stop looking at my ass. I wasn't looking at your ass. I know. No one ever does. A little thin for my taste. But nice. Where you going for a swim? What do you care? You think I got a fat ass and I only swim because I float easily? I was just making conversation. I'm doing a three-way. A what? A triathlon. Sounds like you got way too much time on your hands. F you. You like a stay-at-home cheerleader, do you? Pathetic. You know what? F you, bitch. I'll beat you. Come on. I promise. I bet you like to beat women. I wonder why your ass is single. Perfect beach start. I got this locked in. Come on! Shit, you need a vacation or something, lady. Okay, mal schauen, ob wir das schaffen. Triathlon heißt schwimmen, Fahrradfahren, laufen. Not even feeling it. Man, I really ain't dressed for this shit. Das ist richtig. Natürlich. Are you for real? Hört auf zu quatschen, ey. Das ist ein Triathlon. So, erster Teil. Gleich geschafft. Damn, that's cold. Don't be a baby. Mommy's not here. I'm your mama now. Gut, heute nicht. What are you doing, Marianne? Focus. So. T1, baby. Here we go. Ich hoffe, ich halte das durch. Was muss ich nochmal machen? Na, halt ich? Oh nein, scheiße, ich habe jetzt schon Ausdauerprobleme. Fuck. Das ist nicht gut. Okay. Shit. Ich muss eigentlich ein bisschen Gas geben. Komm schon, das schaffst du, Franklin. I believe.
gar nicht so viel ab. Was soll denn das Auto hier? Watch the damn road! Aber ist da drüben nicht eine Lücke? Oh shit. Oh nein, 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 ich darf's nicht. Fuck, sie aber schon. Scheiße, ich habe ein Problem. Ich habe zu wenig Geschwindigkeit gehabt. You out of your fucking mind. The first I knew about this was seeing your skinny ass on the beach. Shit. Na schon, gib Gas, Franklin. Okay. Renn die Strecke entlang. Jetzt bin ich am Arsch. Das schaffe ich. Nein, das schaffe ich nicht. Bin jetzt schon komplett aus Atem. Fuck. Scheiße, das war's. Schaffe ich nicht, ich sterbe vorher. Huch! Ach nein, ich bin jetzt hier reingerannt, das habe ich nicht aufgepasst. Scheiße. Nein, ach nein, ich bin einfach zu erschöpft. Deswegen falle ich ständig hin. Ja, da hinten. Ne, das verliere ich. Ja. Ne, ich bin zu schwach. In der Ausdauer. Das schaffe ich nicht. Nee. Soll ich das jetzt erneut versuchen? Ach komm, einmal probieren wir es noch. Ich muss die Taktik irgendwie ändern. Achso, ich muss jetzt nur noch rennen und habe wieder volle Ausdauer. Ausdauer? Easy. Okay, das ist jetzt einfach. Zack. You and my aunt should hook up. You have fun not having fun together. So, das sich jetzt wohl durch. Möglichst viel Vorsprung zu kriegen. So, so. Gemäkerfilter ein. Ach, das ist die wieder. Hey, hi. Have you seen a dog anywhere? Yeah. It went down the beach, I think. So, mit voller Ausdauer ist es natürlich kein Problem. In vollem Leben. Look, we both survived. These things are about taking part, not winning, right? No, it is always about winning. All right, I gotta keep going. Cause I'm a loser. Fat, unmarried, career-driven loser. Hey, girl, you better chill the fuck out. Go to hell. Ja, Marianne, Dämonenaustreibung Franklin. Sprich, wir kriegen das Ganze nochmal mit Trevor. Champion. Ja, ich muss ja gewinnen, um das zu machen. Ich weiß nicht, warum da Champion dran steht. Oder heißt Champion alle drei Disziplinen gewinnen? Obwohl, stimmt gar nicht. Wir haben die Fahrradding eigentlich gar nicht gewonnen. Egal. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Dann mit einer Mission. Mit einem Missionchen. Nehmen wir stark an. Bis dann. Tschüss.